Ja, Installation ist ganz easy. Gehst einfach oben auf Engine-Versionen, dann gehst du auf Installieren und dann machst du deinen AAA-Titel. Ja, wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, Abo nicht vergessen. Nee, war natürlich nur Spaß, denn am Anfang kann man schon mal ein bisschen Ballast abwerfen. Unter den Optionen verbirgt sich die eine oder andere Option, die du vielleicht gar nicht brauchst. Wie zum Beispiel der ganze Handykram und so weiter. Wenn du sowieso sagst, brauche ich nicht, werde ich niemals was für machen, dann mach die Haken raus und dann sparst du dir schon mal ein bisschen Platz. Ja, nachdem alles runtergeladen und installiert ist, hast du natürlich die Möglichkeit, ein neues Projekt anzulegen. Und auch hier sollte man sich von Anfang an überlegen, wohin das Ganze gehen soll. Das heißt, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eine SSD habe. Auf die SSD kommt selbstverständlich die Engine und spezielle Projekte. Alles, woran ich gerade arbeite, alles, was wichtig ist, kommt natürlich auch auf die SSD, weil ich will ja, dass es alles super schnell reagiert. Aber du willst deine SSD natürlich auch nicht zumüllen, es sei denn, du hast natürlich genug Geld und genug Platz und so weiter. Aber bei mir ist es so, ich habe meine externe Festplatte und da kommen alle Projekte drauf, die ich so nebenher verwende. Irgendwelche Testprojekte, irgendwelche Projekte von Epic selber zum Beispiel. Example-Content oder jetzt der Matrix-Kram und so weiter. Also das habe ich alles auf der externen Festplatte direkt und das müllt dir dann so nicht deine SSD zu. Was es auch noch zu beachten gilt, ist, wo du deine ganzen Downloads lagerst. Das heißt, alles, was du zum Beispiel aus dem Marketplace runterlädst, landet ja in deiner Bibliothek, also in deinem Tresor. Und unter den Einstellungen im Epic Games Browser kannst du deinen Vault Cache bzw. deinen Ort, wo die ganzen Daten gespeichert werden, selber definieren. Ja, und alles, was du runterlädst, alles, was in deinem Tresor ist, wird dort abgelegt an diesem Ort. Und ja, das kann natürlich extrem groß werden. Und darum habe ich das bei mir auch geändert. Das liegt bei mir jetzt auch direkt auf der externen Festplatte. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber mein Gedanke war halt, wenn ich das einmal brauche, dann wird es von da wegkopiert. Das ist kein Problem, dafür brauche ich die SSD nicht. Und wenn ich mal woanders bin, habe ich meine externe immer dabei und kann dann, wenn ich die Engine irgendwo mal installiere, dann direkt darauf zugreifen, ohne dass ich das alles erneut runterladen muss.